Hey meine Lieben, ich bin Pelin und ihr seid bei einer neuen Ausgabe von Insta-Talk. Heute geht es nicht um den üblichen Blogger-Gossip, sondern um Shirin David und die harten Ghostwriting-Vorwürfe eines Mädchens namens Jasmin auf Instagram. Alright, viele von euch wissen, Showbusiness, vor allem auch Musikbranche gerade, ist ein sehr, sehr dreckiges Business. Und wie dreckig und verlogen es genau ist, zeige ich euch mit dem folgenden Screenshot und einer kurzen Stellungnahme danach. Alright, also die liebe Shirin ist der Meinung, die Ghostwriter, die es gibt im Deutschrap, kriegen alle ihre Credits. Dann frage ich mich, Shirin, warum kriegen deine Writer, die dein ganzes Album geschrieben haben, dein Album auf die Eins gebracht haben, ja, und du damit einen Rekord gebrochen hast, quasi, beziehungsweise die damit einen Rekord gebrochen haben für dich, ja, warum diese Writer keine Credits kriegen und NDAs unterschreiben müssen, Verschwiegenheitsklauseln? Wem gehören die meisten GEMA-Rechte an diesen Songs? So, wo sind die Credits, wenn es ums Geld geht? Wo sind die Credits, wenn es um Zahlen und wenn es um Verträge und Rechte geht? Wo sind diese Credits dann? Das ist so verlogen. Guck mal, ganz ehrlich, es gibt Leute, die schreiben mit an manchen Texten. Es gibt Leute, die lassen sich alles schreiben. Jedem das Seine. Und in meinen Augen bist du keine Künstlerin, du bist eine Performerin, weil du machst nichts. Du schreibst weder die Texte selbst, noch machst du die Konzepte zu den Videos, noch machst du irgendwas. Nicht mal dein Körper ist von dir selbst. Weißt du, ich meine, nicht mal das ist real. Wen willst du verarschen mit dieser Leier? Wen? Ich verstehe das nicht. Jeder in dem Business und außerhalb von dem Business weiß, wer für dich schreibt. Ey, ich bin selber Schreiberin. Für mich ist das eine persönliche Angelegenheit. So. Und ich denke, und ich kenne auch die Leute. Verstehst du, was ich meine? Man kennt intern jeden. Das Business ist klein. So. Wie kommst du auf die Idee? Guck mal, für alle, die nicht wissen, wie das passiert mit dem Ghostwriting. Ein Ghostwriter schreibt dir nicht nur den Text, er performt es auch noch für dich. Also er performt es ins Mic rein. Und du musst es nur nachmachen. Das ist deine Aufgabe. Nicht mehr der Flow ist von ihr selbst. Nichts ist von ihr. What the fuck, Alter? Wie kann man, wenn man so wenig Talent hat, so eine große Fresse haben im Internet und sagen, ja, jeder kriegt seine Credits. Wenn jeder seine Credits kriegt, dann packt die Leute nicht in Verschwiegenheitsklauseln. Dann packt die nicht in NDAs. Lass die das nicht unterschreiben. Schämst du dich nicht? Ey, ich schwöre, ich habe schon so viel gehört von dir und deinem Management, wie ihr intern seid und so weiter. Es ist zum Kotzen, weil ihr nach außen auf so sympathisch tut und so, ey, coole große Partys und dies und das. Wir wissen alle ganz genau, wie ihr seid. Wir wissen alle ganz genau, deine Schreiber sind nicht die einzigen, die du irgendwie wohl oder übel dazu zwingen möchtest, dass sie nicht sprechen und nicht erzählen, wie sie gearbeitet haben, unter welchen Umständen und wie sie dafür vergütet wurden, was nicht mal ansatzweise angemessen war, wie dem auch sei. Auf Anfrage von hiphop.de hat sich Shirin David ausführlich in ihrer Insta-Story zu dem Thema geäußert. Hey Leute, was geht ab? Ich habe euch gerade diesen Screenshot hier rangehängt und ich kenne das so ein bisschen aus Mainstream-Magazinen und Formaten und habe das bereits alles hinter mir. Ich habe für mich immer am besten gelernt, Selbststellung zu Dingen zu beziehen und gar nicht auf anderen Plattformen stattzufinden, wo ich nicht weiß, wie meine Worte wiedergegeben werden, und möchte mich natürlich auch dazu äußern. Es sind auch auf jeden Fall sehr unschöne und sehr geisteskranke Vorwürfe, die da wieder vor mir stehen. Und ich frage mich langsam echt, kann ich einmal in meinem Leben irgendwas droppen, wo ich nicht eine Woche lang jedes Mal irgendwelche Anrufe bekomme und jeder auf mich Abschutz schiebt und gefühlt jeder aus der Ecke kommt und versucht, mir irgendeinen zu drücken. Deswegen, ihr wisst, ich äußere mich so gut wie nie. Ich äußere mich vor allem nicht, wenn Sachen unpersönlich sind. Das hier ist aber ein Vorwurf, Bro, der ist so wack und so ugly, wollte ich sagen, und es ist einfach, ihr werdet mich immer testen und ihr könnt mich so oft testen, wie ihr wollt, weil ihr versucht mich wieder jedes Mal als Hurensohn darzustellen, und Girl, der bin ich einfach nicht, egal was du dir da einredest. Die allererste Frage ist, es wird behauptet, dass deine Writerinnen NDAs bezüglich ihrer Arbeit unterschreiben müssen, kannst du dazu etwas sagen? Kurz gefasst, bei mir unterschreibt jeder Mensch, mit dem ich arbeite und nicht irgendwie befreundet bin oder privat kenne, ein NDA. Das hat folgenden Grund. Und zwar den, dass ich mich absichern möchte und dass ich mich wohlfühlen möchte mit egal wem ich um mein Umfeld rum arbeite. Das heißt, das ist von Fahrer bis hin zu Beauty-Team, bis hin zu Kameramann, bis hin zu Regie, bis hin zu Art-Direktion. Jeder unterschreibt bei mir ein NDA, Produzenten und Writer. Und das ist einfach folgender Grund, weil in diesem Business, wo man sich quasi mit Brofist begrüßt und alles sehr cool ist und alles auch auf Augenhöhe stattfindet, wollte ich sagen, muss man trotzdem dafür sorgen, dass gewisse Sachen, die ich privat von mir gebe, einfach sehr vertraulich bleiben. Wenn ich zum Beispiel einen Song für meinen Vater schreibe und 4 Stunden lang vor die Beine und ihm meine innerste Gefühlswelt zum Vorschein
Leistung bringe, möchte ich, dass das unter uns bleibt, weil das ist deep und das ist sehr privat. Es geht nicht darum, bei NDAs irgendwie Leuten den Mund zu verbieten oder zu sagen, du darfst nicht über dein Gehalt sprechen, weil Girl, das tun wir alle, das tun Influencer. Das tun Freundinnen und jeder, der sich kennt, spricht einfach darüber, was er von welcher Brand verdient hat. So, da können wir uns alle einreden, was wir wollen. Aber ich möchte mich schützen. Die meisten komischen Coming-out-Biografien kommen immer von den nächsten Leuten um dich rum. Von Hair-Team, von Assistenten, von keine Ahnung was. Und um dem vorzubeugen, gibt es bei mir NDAs. In Amerika, in anderen Ländern ist es gang und gäbe, bevor du ein Studio betrittst, unterschreibst du ein NDA. Und jeder, der sich mit einem NDA zum Beispiel unwohl fühlen sollte, der muss es nicht unterschreiben. Dann arbeiten wir einfach nicht zusammen and that's it. Aber bis jetzt ist mir das noch nicht passiert. Es war im Gegenteil so, dass mich dann auch jemand darum gebeten hat, ebenfalls eins zu unterschreiben. Und ich unterschreibe sofort. Weil für mich ist das eine Respektsache. Weil wenn wir zusammen arbeiten und du mir sagst, ey, alles, was unter uns bleibt, ist eh vertraulich, dann ist es einfach nur auf Papier. Und für mich ist es offiziell. Weil wie gesagt, in diesem Business ist alles sehr locker. Sehr cool und jeder kommt, wann er Bock hat und der mit dem und so weiter. Das ist Business für mich. Ey, ich finde es auch cool, wenn ich Freunde treffe und Freunde kennenlerne und irgendwie mehr entsteht als nur Business, aber zuallererst muss ich daran denken. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, warum andere Leute nicht mit NDAs arbeiten. Ich bin tatsächlich verwundert, dass ich offensichtlich die Einzige in Deutschland bin, die mit NDAs arbeitet und ich mag das auch nicht glauben. Aber jeder, wie er Bock hat, bei mir wird niemand irgendwie unterdrückt oder gezwungen dazu, mit Shireen David zu arbeiten. Jeder, der mit mir arbeitet, arbeitet freiwillig mit mir. Und jetzt wisst ihr alle, wenn ihr mit mir arbeiten möchtet, dann unterschreibt ihr ein NDA. Period. Die zweite Frage ist, auch steht der Vorwurf im Raum, du würdest deine Texterinnen nicht ausreichend bezahlen und genügend Credits geben. Kannst du dich zu diesen Behauptungen äußern? Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten aufgeregt hat oder wo ich so dachte, okay, es ist jetzt... Jetzt wird's persönlich, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie einfach den Schuss nicht gehört habe und zu nett war zu Leuten und warum Leute so etwas behaupten. Und das Krasseste ist, mit welchen Eiern setzt du dich ins Internet und behauptest Sachen, weil first do your research, bevor du über mich judge, weil Bro, sonst stehst du einfach peinlich da. In wie vielen Posts von mir steht Produzent, Writer? Wer wurde alles markiert unter meinem Post? Wer war die erste in Deutschland, die öffentlich gemacht hat, dass sie Ghostwriter nutzt und wer ihre Texte schreibt? Wer? Oh mein Gott, das war ja Shireen David. Zweite Sache, es wurde darüber gesprochen, unter welchen Umständen meine Writer mit mir arbeiten müssen. Ja, ich frage mich auch, unter welchen Umständen. Meinst du, unter diesen Umständen, dass ich jeden Tag mit Taxi ins Studio gefahren habe, weil du dich mit der Bahn unwohl fühlst? Meinst du, unter den Umständen, dass jeden Tag ins Studio Essen für 200, 300 Euro bestellt wird, damit sich alle wohlfühlen, damit wir einen geilen, nicen Vibe haben? Oder meinst du den Abend? Meinst du das Weed, was für dich besorgt wird, damit du dich wohlfühlst? Oder meinst du diesen Abend im Stripclub für 10.000 Euro für den Vibe? Oder meinst du diese Tage, wo du nicht ins Studio kommst, weil du das Wochenende so drauf warst und so dicht warst und wir wussten, okay, der muss sich noch ein bisschen erholen vom Wochenende. Egal, Bro, komm Mittwoch, mach entspannt, Hauptsache du fühlst dich wohl. Von welchen Umständen sprichst du? Was denkt ihr, wie Songs entstehen? Denkt ihr, man setzt sich dahin und sitzt da so und jeder fühlt sich unwohl und du schreibst schnell ein paar Zeilen auf? Ich weiß nicht, wer so arbeitet, aber bei mir muss sich jeder wohlfühlen und bei mir muss jeder Bock haben, um nice Songs zu machen. Ich weiß auch nicht, was ihr euch vorstellt, wie Songs und Musik gemacht wird. Das ist einfach Vibe, das ist Gefühl, das ist Feeling. Und man muss sich fühlen gegenseitig. Weil wenn du dich nicht fühlst, warum sitzt du hier? Wofür? Ich meine, wir können hier noch sehr lange von sehr vielen komischen Umständen sprechen, von denen da gesprochen worden ist, aber ganz kurz zur Info und ganz kurz nur zum Thema Bezahlung. Wer hat denn die meisten GEMA-Rechte am ersten Album bekommen? Weder die Finishers, also die Produzenten, noch ich. Die hat der Writer bekommen. Und warum? Weil ich es wollte. Und weil ich mich mit jedem angelegt habe, um für diesen Writer zu kämpfen und zu sagen, ey, der Typ ist broke und er braucht das Geld am meisten. Es soll ein Blitz jetzt auf meinen Kopf einschlagen, wenn das eine Lüge ist. Und ich weiß nicht, warum die Leute so sauer sind, nur weil man einfach
sich auch weiterentwickeln möchte und neue Leute probieren will und man mit anderen Leuten arbeiten möchte. Warum ist man so pressed? Für was? Was habe ich dir getan, außer gut zu dir zu sein, außer dir monatlich Geld zu bezahlen und dich, damit du dich über Wasser halten kannst und es dir so, um es dir so einfach wie möglich zu machen und so. Und das Dinge, ich schwör's dir, mich hat das früher richtig verletzt, wie Leute so zu mir sind, aber ich denke mir so, Digga, das ist halt der Preis, den du zahlen musst. Und ist okay, aber Digga, das ist deep. Und deswegen musste ich das einfach mal kurz loswerden. Und ganz kurz, um dieses Thema, diese Frage 2 abzuschließen. Bei mir wird jeder bezahlt. Jeder Mensch wird bei mir bezahlt. Ich komme von zu Hause, wo wir nichts hatten. Und ich wäre der größte Bastard, wenn ich meine Leute nicht bezahle. Das liegt nicht in meiner Natur, das liegt nicht in meinem Blut und das liegt nicht in meinen Werten und meinen Prinzipien, hinter denen ich stehe und die ich vertrete. Period. Ich bin viel zu glücklich damit, dass ich meiner eigenen Familie eine Basis schaffen konnte. Und ich weiß, es ist immer so leicht, so größere oder erfolgreiche Menschen als die Bösen abzustempeln. Aber ich glaube, ihr vergisst immer, woher ich komme. Ihr vergesst es jedes Mal. Ihr seht nur diese Erfolge und dieses alles, was da ist. Aber ihr seht einfach nichts. Ihr seht einfach nichts dahinter. Es ist für euch so einfach zu sagen, für sie ist alles gemacht worden und für sie ist alles made und so. Aber ihr wisst einfach. Ey, es soll nicht behindert klingen, aber wirklich, wenn du nicht weißt, dann rede nicht. Do your research. Das ist das Einzige, womit du dich nicht blamieren kannst. Und ich rede auch sehr gerne über Unthemen, von denen ich keine Ahnung habe. Deswegen, was ich dazu noch sagen wollte, wieso sollte ich dann in dem Sinne irgendwie andere Leute nicht bezahlen, wenn ich so Gott sei Dank gesegnet bin und es mir gerade gut geht? Warum? Weil ich nicht gönnen kann? Bro. Ich habe hier die letzte Frage. Du gehst deutlich offener als die meisten Deutschrapperinnen mit dem Thema Autorin um. Findest du, mit dir wird härter ins Gericht gegangen als mit anderen Rapperinnen? Safe. Natürlich. Weil vor den Babsi-Bars wurde immer darüber diskutiert, wie ich aussehe und wie ich mich anziehe und was ich für Werte vertrete. Und jetzt auf einmal geht es darum, über Ghostwriter, über die ich einfach seit dem Anfang meiner Musikkarriere spreche. Seit Anfang 2019 spreche ich über Ghostwriter, teile sie öffentlich, poste sie öffentlich. Aber auf einmal habt ihr ein Problem mit meinem Text und auf einmal holt ihr euch Sachen raus. Sie bezahlt irgendjemanden nicht? Natürlich wird bei mir anders umgegangen. Und es gibt auch andere Künstler, die in ihren Interviews darüber sprechen, aber die werden einfach nicht so geroastet wie ich. Bei mir ist es halt einfach ein Problem. Und guck mal, ich will mich darüber auch nicht aufregen, weil ganz ehrlich, ich verstehe es. Ich verstehe es einfach. Digga, da kommt einfach eine YouTuberin, die sieht so aus, wie sie aussieht und ist einfach erfolgreich in einer neuen Branche, die einfach so anti das ist, wofür ich stehe. Ich verstehe schon, dass ihr eure Macken bekommt. Aber deswegen lasse ich mich nicht verarschen oder mir solche Vorwürfe anhören, die einfach gelogen. Und ich glaube, ich muss echt öfter mal über Dinge sprechen. Der Grund ist, warum ich es einfach immer nicht mache, ist, weil ich hasse es, mich auf so ein Niveau abzugeben. Ich hasse es wirklich, ich hasse du so diese Klitsch, diesen Klatsch und Tratsch und dieses Geschnatter und diesen Gossip, weil ich bin keine Gossip-Bitch, you know? So, wenn ich ins Studio gehe und mir irgendein Mann sagt, die und die wurde von dem gefickt und der, was erstens mieses Slut-Shaming ist und die Branche hat auch definitiv ein Problem damit. Aber I don't give a fuck. So, und wer von mir so anfängt, der kann das Studio direkt wieder verlassen, weil ich gebe nichts auf euren Gossip. Ich weiß, ihr gebt darauf sehr viel, aber sorry. So, liebes HipHop.de-Team, ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Ich hoffe, ihr seid happy. Und ich habe nur noch eine Frage an euch, und zwar, wann fragt ihr andere große Rapper, männliche Rapper, nach ihren Ghostwritern, wie viel sie ihnen bezahlt haben? Und warum es immer noch Rapper gibt, die ihren Writern keinen einzigen Cent bezahlt haben, keine GEMA-Rechte gegeben hat und warum diese Frage immer nur und immer, immer wieder bei mir landet. Und für die Leute, die in Zukunft immer noch mir irgendwelche Vorwürfe machen werden, weil das werdet ihr immer und immer wieder tun, seid wenigstens PC, falls ihr überhaupt wisst, was das bedeutet. Hört auf, Frauen zu Slut-Shame, hört mich auf zu Body-Shame und hört auf, sexistische Sachen von euch zu geben, weil Sis, wir haben das Jahr 2020.
Und gerade du solltest das am besten wissen. Anschließend hat sie alle Credits per Screen Recording aufgezeigt. Das war's auch schon von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei InstaTalk.